In der Romanverfilmung SMS für dich möchte Mark unbedingt herausfinden, welcher fremde Absender ihm ständig rührende Nachrichten schickt. Als er erfährt, dass sie von einer gewissen Clara stammen, will er sie kennenlernen. Essen Sie? Also nicht generell, eher speziell. Ich meine mit mir. Würden Sie mal? Klar. Ja, perfekt. 18 Uhr, bis gleich. Ich freue mich auch. Er war schon sehr seltsam. Ja, seltsam heißt nervös. Nervös heißt interessiert. Das ist gut. Obwohl sich die beiden tatsächlich näher kommen, steckt Mark in einer Zwickmühle. Clara schickt die SMS nämlich an ihre verstorbene Liebe Ben und hat keine Ahnung, dass dessen Nummer inzwischen Mark gehört. Clara wird von Caroline Herford verkörpert, während Friedrich Mücke in die Rolle von Mark schlüpft. Als wir ihn in Berlin zum Interview treffen, stolpert plötzlich jene Kollegin ins Zimmer, die Claras Mitbewohnerin Katja spielt. Das ist Nora Tschirner. Und ich wollte nur fragen, ob alles gut läuft, ob die lieb zu dir sind oder ob ich jemanden rausschmeißen soll. Nee, es ist alles in Ordnung. Danke. Dann lass mich überhaupt nicht aus der Ruhe. Ist cool, ihr habt leider nur noch 29 Sekunden Zeit. Toll. Okay, ist klar. Krass. Na, dann wollen wir keine Zeit verlieren und wissen, ob sich Friedrich in nervösen Situationen auch so seltsam verhält wie Mark. Ja, kenne ich. Also klar, wenn man irgendwie aufgeregt ist. Nee, ich werde überhaupt nicht ruhig. Witzig wäre einschlafen, ne? So. Ja. Wenn man nervös ist. Aber nö, ich kenne das von mir, dass man so hampelig wird. Und ich werde dann auch echt, mache dann die schlechtesten Witze und so, eigentlich total Banane immer. Auch Nora Tschirner wird hin und wieder nervös. Zudem haben wir in Erfahrung gebracht, dass auch sie schon SMSen gekriegt hat, die eigentlich gar nicht für sie waren. Das ist immer sehr, sehr, ich weiß dann auch mal ehrlich gesagt nicht genau, wie man reagiert. Zumal ich auch sagen muss, bei mir kommt noch dazu, dass ich natürlich durch die Prominenz manchmal nicht sicher bin, ob Leute das extra machen, um zu checken, weißt du, so damit man dann zurückschreibt, nein, ich bin das nicht, und dann sagen die, aha, wer bist du? Also deswegen bin ich meistens so, dass ich dann gar nicht antworte. Aber es ist immer so ein bisschen komisch. Ich finde es immer so ein bisschen merkwürdig. Merkwürdig sind die Meldungen aus SMS für dich ganz und gar nicht. Unsere Prognose lautet: Claras Nachrichten werden mitten ins Herz der Zuschauer treffen und machen aus dem Regiedebüt von Caroline Herford einen wunderbaren Film über Neuanfänge und eine zweite Liebe. Das gibt 4 von 5 Schirmchen.